So klein kann die Stadt ja gar nicht sein. Irgendwann werde ich sie auch noch befreien von den Orks, aber ich weiß nicht wann. Ein Messer. Nehme ich an mich. Ein Besen. Nehme ich auch an mich. Hast du ein Problem? Hä? Hast du ein Problem? Ich wollte schon meinen. Okay, in den Kisten ist ja eh immer nur, sind ja eh immer nur Peanuts drin. Das heißt, die mache ich erst gar nicht mehr auf. Da werde ich nur wieder als Dieb gesucht. Hier scheinbar auch nichts, außer ein paar Kisten, aber eine Schatulle. F5. So, Schatulle nehme ich mit. Ach nee, hier war ich doch schon, hier ist ja die Arena, genau. Habe ich Gold wieder? Nein, habe ich nicht. Kann ich mit irgendjemand handeln? Hugo, hey. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Ach ja, ich kann ja noch gar nicht in die Arena, ich muss ja erst Geld bezahlen. Hör bloß auf mit der Scheiße. Fedor. Ah, Frischfleisch. Erzähl mir was über Marek. Den Kerl würde ich gerne mal in der Arena besiegen. Die anderen halten alle ganz große Stücke auf ihn. Aber ich glaube, das ist alles nur Fassade. Marek hat mit Sicherheit nichts drauf. Da verwette ich meinen Arsch. Was ist der Preis, wenn ich dich besiege? Wenn du mich schlägst, gebe ich dir 500 Goldmünzen. 500 Goldmünzen, das wäre ja eigentlich genau das, was ich eingesetzt habe. Hör bloß auf mit der Scheiße. Am besten du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, ich habe sicherlich noch was zu erledigen. Das heißt, ich gehe mal kurz zum Schmied. Zum Bergfried-Schmied oder wie auch immer er heißt. Nee, Turuk. Nee, Turuk war der andere. Das heißt, ich muss da mal nochmal kurz runter. Das Blöde ist, dass man für jeden Gegner nur einmal EP bekommt, selbst wenn er dann hinterher wieder eine Waffe hat. Hallo, Kollege. Ich möchte mal bitte... Zeig mir deine Ware. Danke sehr. Also, ich habe Sense. Ich habe die, Speer. Ich habe... Bogen. Und ich habe Knüppel. Und ich habe Schwert. Und ich habe Schwert abgenutzt. Und ich habe Langschwert. Ach du meine Güte, jetzt habe ich auf einmal viel Gold. 1239, okay. Dann mache ich mal kurz F5. Wieder sicherheitshalber, einfach nur weil es geht. Und renn da oben irgendwo hin zu diesem komischen Kerl in seiner Hütte, der da gerade an seiner Shisha raucht. Der hat auch nichts Besseres zu tun, aber egal. Ach ja, das wird aber schwierig, wenn wir hier alle fertig machen wollen. Das wird echt schwierig. Hey, Kollege. Hier hast du mein Preisgeld. Sehr gut. Willkommen in der Arena von Montera. Hat das Preisgeld hier jeder bezahlt? Was denkst du denn? Ohne Preisgeld kein Kampf. Ganz einfach. Du bekommst dein Geld zusammen mit meinem zurück, sobald du mich in der Arena besiegt hast. Dann kämpf mit mir. Langsam, Börschchen. Ich bin hier der Champion. Vielleicht solltest du dich erstmal warm machen, bevor du mich herausforderst. Ach, so schwer wäre das sicher nicht. Ich steige erst mit dir in die Arena, wenn hier kein anderer mehr gegen dich antreten will. Gut, wenn du meinst. Ich würde ganz gerne deine Bude noch ausräumen. Ich tritte mal gegen Dan an. Du siehst so aus, als könntest du ein bisschen Prügel vertragen. Erzähl mir was über deinen Boss. Über Marek? Er hat eine Menge Probleme mit dem Sauhaufen hier. Aber er hat alles im Griff, soweit ich das beurteilen kann. Steig mit mir in die Arena. Nichts lieber als das. Okay. F5 und dann besiege Dan in der Arena. Komm her, Börschchen! Au! Es gibt einen Kampf! Ah! So, Erfahrung plus 1000. Ein Level-Up auch noch dazu. Das rostige Schwert nehme ich mit. Die Nagelkeule nehme ich mit. Das rostige Schwert nehme ich mit. Also der war ja jetzt nicht der stärkste Gegner. Dann will ich mal sehen, was dieser Ashton hinter drauf hat.
Der ist wahrscheinlich auch nicht so der Burner. Das hätte ich besser wissen müssen. Kämpfe mit mir. Also dann, wir sehen uns in der Arena. Das tun wir. Okay, F5. Und dann... Dann zeig mal, was du drauf hast. Nicht nachlassen! Verdammt. Okay, nochmal neu. Der ist schnell, der ist wirklich schnell. Da muss ich vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Das könnte noch übel enden. Naja, ich habe ja vorher gespeichert. Also ist das nicht so schlimm. Ist natürlich blöd, dass ich ein bisschen langsamer bin mit meiner Waffe jetzt. Kann dir doch egal sein. Dann zeig mal, was du drauf hast. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Man muss eben... Oh! Es gibt einen Kampf! Da! Oh, da! 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 Der ist echt schnell. Ich muss warten und dann groß angreifen. Das ist die Taktik. Ich darf da nicht einfach so drauf gehen. Gothic ist, soweit ich gelesen habe, wirklich in Kämpfen eher ein taktisch basiertes Spiel als einfach nur so ein Hau-drauf-Spiel wie jetzt zum Beispiel etwaige Hack and Slays zum Beispiel. Ich meine, das sagt der Name da auch. Aber hier muss man wohl wirklich ein bisschen dann zeig mal, was du drauf hast. Wert auf Taktik legen. Am besten du erledigst das selbst. Oh! Es gibt einen Kampf. Noch schlimmer. Tja, da! Da! Oh! Deckung! Oh! Oh! Da! 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 Oh! Da! Oh! Lass dir das nicht bieten! Das gibt's doch gar nicht! Okay, Erfahrung plus 1000, Erfahrung plus 100, Stärke plus 1. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Nichts zu holen. Muss denn sein? Das ist seine Waffe. Bartaxt. Bringt aber wahrscheinlich auch nichts, weil die abgenutzt ist. Ja, abgenutzt. Nächstes Mal. Okay. F5 bitteschön und dann der nächste. Aber vorher esse ich ein bisschen Fleisch. Das ist sehr wichtig für die Gesundheit. Und dann suche ich mir noch jemanden raus. Elite-Söldner, gegen den kann ich wahrscheinlich nicht kämpfen. Aha! Ich glaube, ich hab dir noch keinen aufs Maul gehauen, oder? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Was hältst du von Marek? Ohne Marek würde der Laden hier nicht laufen. So viel ist schon mal klar. Lass uns in der Arena kämpfen, Kleiner. Dann zeig mal, was du kannst! Klar. Mit so einem Großmaul wie du werde ich easy fertig. Ich benutze sogar Anglizismen hier. Ich weiß nicht, ob komm her! Leute, es gibt einen Kampf! Was hätte ich dir vorher gesagt? Da! Ich würde das ja nicht. So macht man das! Was ist das für ein Großmaul, ganz ehrlich? Hat nichts drauf. Ein Bastardschwert, aber es ist abgenutzt. Nein. Oh, er hat ein Bastardschwert und es ist abgenutzt. 4800 Gold ist das immerhin trotzdem wert. Das heißt, ich könnte mir bald eventuell eine neue Rüstung kaufen. Das heißt erstmal F5. Ein bisschen Fleisch essen vielleicht noch. Wir sprechen uns noch. Ja, ja. Erzähl irgendjemand anderem was. Ich muss mich jetzt erstmal hier durchkämpfen. Und zwar... Wer bist du? Ugo. Gegen den muss ich noch kämpfen. Kämpfe mit mir in der Arena. Okay, dann werde ich mal meine müden Knochen in Bewegung setzen, was? Tu das. Besiege Ugo in der Arena. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Ist gerade irgendwie rumgeglitscht, glaube ich. Meine ich gesehen zu haben. Okay. Komm her, Bürschchen! Es gibt einen Kampf! Nicht nachher! Au! Zeig's ihm! Au! Ja! So macht man das! 154 Stärke haben wir mittlerweile. Und noch ein bisschen was von dem. Gut, dann soll er aufstehen und jetzt habe ich, glaube ich, jeden besiegt. Das heißt, ich könnte mit dem Ashton es aufnehmen. Wenn er so weitermacht. Erstmal F5 und dann ein paar mal 6 für was essen. Ich kann mich auch direkt schlafen legen eigentlich.
kann ich direkt gegen Ashton kämpfen. Dann habe ich auch wieder volle Ausdauer. Das heißt, ich kann meinen aufgeladenen Schlag machen. Also mit einzelnen Gegnern wird man ja halbwegs recht gut fertig, aber mit mehreren... Mach dich bereit, großer Champion. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Du willst mich tatsächlich herausfordern? Wie du willst. Jetzt bekommst du deine Packung. Das wollen wir mal sehen, du mit deiner Bartaxt. Oh, der ist auch wieder so ein Schneller, habe ich das Gefühl. Der andere war ja auch sehr schnell mit seiner Axt. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich eventuell das ein oder andere Mal versagen. Komm her! Leute, da. Es gibt einen Kampf! Da! Ah! Da. Ah! Oh! Oh! Ja. So macht man das! Verdammt. Okay, nochmal neu. Ich darf meinen aufgeladenen Schlag nicht direkt am Anfang nutzen. Er greift direkt an. Und da muss ich erstmal ausweichen und dann muss ich ihn irgendwie treffen, wenn er gerade ausruht. Und dann muss ich eigentlich die ganze Zeit ihn mit Salven eindecken. Scheinbar. Ich kann es ja auch mal mit meinem... Einige Komm her! Sich niemals erinnern. Leute, es gibt einen Kampf! Oh! Ah! Ah! Oh! Da! Oh! Fass ihn! Oh! Da! Oh! Ah! Das gibt's doch gar nicht! 1250, schon wieder ein Level up, eine Bartaxt und von dem kriege ich noch 45 Gold. Dann will ich mal schauen, was der gleich für mich hat. Ich hoffe, der hat was für mich. Wenn nicht, dann bin ich ein wenig sauer auf ihn. Ich hätte ihn auch vergiften können, das wäre eigentlich auch mal eine ganz gute Taktik, wenn ich mich nicht täusche. Ich schaue mal kurz in meinen Questlog. Meine Stufensachen. Ich bin Stufe 11 mittlerweile, habe 33.700 Erfahrung, 25 Lernpunkte. Und? Wer ist jetzt der Champion? Du Dreckskerl, hast mir alle Knochen gebrochen. Hör auf zu weinen, ich will mein Gold. Ja, ja, hier ist dein Preisgeld. Du hast da noch was vergessen. Ja, und die 500 Goldmünzen von mir dazu. Jetzt zufrieden? 1000 Gold erhalten, hervorragend. Von den anderen müsste ich auch noch Geld bekommen, oder? Wir haben einen neuen Arena-Champion. Alles noch dran? Respekt! Hast deinen mordsmäßigen Bums, Bruder. Hier ist dein Preisgeld. 300 Gold. Okay, und dann bekomme ich von den anderen ja auch noch was. Das habe ich ganz vergessen, die danach zu fragen. Aber trotzdem geht das so nicht weit. Nicht schlecht. Du hast mich glatt umgehauen, Mann. Hier ist dein Preisgeld. 500 Gold, hervorragend. Das ist doch sehr schön. Und dann noch... Wow, du hast Ashton glatt aus den Latschen geprügelt. Das hat bisher noch keiner geschafft. Ist der Kopf noch dran? Oh, du hast einen merkwürdigen Kampfstil, Fremder. Tja, immerhin hast du mich damit besiegt. Egal, jetzt kann ich dir mal zeigen, was ein Dieb so alles kann. Dann zeig mal. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Falschen. 5 LP. Ich weiß leider nicht, wie viel das Falschen bringt, schwere Schlösser zu knacken. Ich glaube, das darf man nicht, sollte man nicht machen. Rausreden ist eigentlich eine ganz gute Sache. Aber ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Ich schaue nochmal nach, was ich am besten skillen sollte. Ich weiß es jetzt nämlich wirklich nicht aus dem Kopf. Oh, du bist gut, Mann. Siehst gar nicht so aus, wenn du mich fragst. Was ist mit deinem Preis? Du kannst meinen Sklaven mitnehmen. Ich habe eh keine richtige Verwendung für ihn. Ich habe damit kein Problem. Den würde ich aber ganz gerne befreien, eigentlich. Wenn du keinen Ärger mit meinen Herren haben willst, redest du besser nicht mit mir. Er heißt Dan und ist Gladiator, also sieh dich vor. Richtig. Aber trotzdem. Ah, das will ich eigentlich gar nicht. Du arbeitest wieder für Sobota. Wenn du das sagst. Oh, ich will den eigentlich gar nicht wegbringen. Das ist, warum kann ich den nicht befreien? Ich kann den doch sicherlich irgendwie aus der Stadt schmuggeln oder so. Das dürfte doch eigentlich gar nicht so das Problem sein. Aber scheinbar ist es das doch. Das ist sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ich weiß nicht mal, wie ich die Stadt hier befreien sollte. Und ich gehe mal eben zu dem Typen und schau. Sorry. Ich habe die falsche Taste gedrückt, ich wollte eigentlich nur sprinten. Und dann schaue ich mal, was ich bei dem sagen kann. Ich speichere natürlich vorher. Einfach sicherheitshalber.
Das gibt doch nur. Hallo, Kollege. Schnell speichern. Ich speichere übrigens auch nochmal eben richtig ab. So, und zwar. Neuer Spielstand. Speichern. Okay, 9. Tag. In 2 Tagen haben wir doch relativ viel dann noch geschafft. Hab gehört, du hast Ashton im Kampf besiegt. Alle Achtung. Da kannst du stolz drauf sein. Was ist mit der Hütte neben deinem Haus? Die alte Bretterbude, meinst du? Du kannst sie haben, wenn du willst. Da wohnt schon ewig niemand mehr. Das ist schön. Und dann, würdest du mich im Kampf unterrichten? Mhm. Wenn er so weitermacht, wird das nie was, sagst du.